Es kommt zum Ring mit 1,70 Meter Größe und 110 Kilogramm aus München, Murat Bosmus! Ja, man kann es gar nicht oft genug sagen, zum zweiten Mal hier bei der Mad Wrestling Association und auf Anhieb der Publikumsliebling hier in Lübeck. Wir sehen hier das Publikum, es steht. Stehende Ouvertüren hier für Murat Bosporus. Die Ovationen des Publikums sind unglaublich. Murat Bosporus ist zu Recht einer der beliebtesten Kämpfer hier in Lübeck. Die Türkisch Suplex Machine, der Deutsch-Türke, der Mann aus München, Deutschland, er ist beliebt wie kaum ein zweiter. Und er ist fokussiert, er ist ein wirklicher Sportsmann. Er ist fair, er steht für fairen Kampf und er steht für den wirklich klassischen Ringkampf. Sein Gegner mit 1,85 Meter Größe und 91 Kilogramm. Der Klient des Managers of Champions aus Dänemark, Chaos! Das ist natürlich recht, Thorsten. Murat steht für fairen Kampfsport, für faires Kämpfen. Unser Gegner Chaos ist der Klient des Managers of Champions und der steht alles andere als für Fairness. Genauso ist es, das krasse Gegenteil. Hier sehen wir den Manager of Champions, Tim Zuxdorf. Und hier ist ein Klient, Chaos aus Dänemark. Der All-Time-Pro aus Dänemark. Genau, da bespuckt er hier das Publikum. Also das darf doch wirklich nicht sein. Und das muss doch auch wirklich nicht sein. Man muss das Publikum vielleicht nicht mögen, aber man muss es doch nicht wirklich bespucken. Das zeigt seine Arroganz. Nun, Chaos umschreibt weiter den Ring, wirft die Flasche in die Zuschauer. Nun, schauen wir nochmal die Fakten. Auf der einen Seite haben wir Murat Bosporus, die türkische Suplex-Maschine, der Mann aus München, Deutschland. Lange Jahre Erfahrung, er ist ein exzellenter Ringkämpfer, er ist stark auf dem Boden, er ist stark in Griffen, er ist ein Mann mit vielen, vielen Würfen. Und er hat Aktionen vom obersten Seil, unglaubliche Aktionen, beispielsweise sein Frogsplash. Auf der anderen Seite haben wir Chaos, den Dänen, er ist der Klient des Manager of Champions, wie schon angesprochen, er ist böse, gemein, übellaunig. Er ist ein All-State-Champion aus Dänemark. Er ist genau wie Murat Bosporus ein ehemals sehr, sehr erfolgreicher Ringkämpfer. Er hat seine Stärken ganz, ganz klar am Boden, aber auch er hat eine Aktion vom obersten Seil und zwar seinen patentierten Moonsault. Er springt den wohl schönsten Moonsault in Europa und die beiden gelten zu Recht als die Besten, die es in Europa eben gibt. Ja, man kann natürlich denken über den Manager des Champions, was man mag. Aber wenn man mal die Vergangenheit betrachtet, wenn er mit neuen Klienten auftaucht, ist es wirklich hochkarätiges Material, was er hier bietet. Ja, das muss man wirklich sagen. Die Klientenliste ist ja lang. Davey Richards, Absolute Andy, Steve Douglas, Chaos. Er hat laut eigener Aussage noch ganz, ganz andere Klienten in der Hinterhand, die er irgendwann mal präsentieren wird. Und er hat ein großes Mundwerk, was er gerade beweist, indem er die Zuschauer anschreit, die ihn und auch Chaos als Feigling betiteln. Ja, und wenn wir Murat hier so sehen, der will endlich kämpfen, der will, dass er hier in den Ring kommt. Der Ringrichter fängt auch an, jetzt hier Chaos auszuzählen. Chaos zählt hier anscheinend einfach mit. Beweist hier auch nochmal, Mensch, ich kann hier auch bis 10 zählen. Ja, er hat ja auch bis 10 Zeit. Ja, aber er hat hier nur bis 9 gezählt.
und geht gleich wieder aus dem Ring. Nimmt sich noch einmal 10 Sekunden Zeit. Ja, und das wird Murat anscheinend hier ein bisschen zu bunt. Er will dem Publikum natürlich auch was zeigen, sein liebes Publikum. Und jetzt geht's hoffentlich noch los. Lockup der beiden Kontrahenten. Murat mit dem Armrange und da ist der Wristlock. Oh, schöner Kopfstand von Chaos. Der kontert auch gleich in den Wristlock. Ja, beides natürlich auch technisch sehr feine Kämpfer. Da merkt man schon, dass die beiden wirklich technisch absolut gutes Hintergrundwissen haben durch ihre Ringerausbildung. Oh, hat der Murat da den Chaos aus dem Ring geschubst? Ich würde mal eher sagen, Chaos ist ja eher so ein bisschen geflüchtet. Hatte sich ins Ringseil gerettet. Murat natürlich auch sofort gelöst. Oder ist Chaos und sicherheitshalber erstmal aus dem Ring geflüchtet. Ja, er zeigt hier an, Murat hätte jemanden in den Haaren gezogen. Aber das glaube ich beim besten Willen nicht. Na, höchstens im Bata hätte er ihn ziehen können. Deutliche Unmutbekundung des Publikums. Ja, wollte ich auch gerade sagen, also die Sprechchöre sprechen hier für sich selbst. Chaos rettet sich wieder mal ins Seil hier. Murat löst den Haltegriff. Ja, und Murat feuert das Publikum hier an. Sie sollen doch Chaos einfach mal Feigling nennen. Könnte man auch sagen, schon das zweite Mal ins Ringseil gerettet, anstatt sich hier der Konfrontation zu stellen. Ein bisschen feige ist das ja schon. Muss man ja schon ganz ernsthaft sein. Für jemanden, der so ehrlich kämpft wie ein Murat Bosporus, ist es auf jeden Fall eine feige Aktion. Soll es hier zur Kraftprobe kommen. Ah, sehr geschickt gemacht hier von Murat. Sehr, sehr schöne Aktion von Murat Bosporus. Aber ich denke, wenn man sich die Klientenkartei von dem Manager of Champions anguckt, da gehört es wohl zum Charakterzug, ein wenig feige und hinterlistig zu sein. Und wo wir gerade bei feige sind, Chaos rettet sich ins Seil und ist hinterlistig, indem er Murat mit einem Ellbogenstoß zum Taumeln bringt. Aber... schöner Backbody-Drop von Murat Bosporus. Wunderschöne Aktion. Hat auch seine Wirkung hinterlassen. Schön. Und ein Elbow hier von Murat Bosporus. Und Chaos verlässt sofort das Seil. Den Ring. Und sieht auch so ein bisschen benommen aus. Also da wurde er tatsächlich überrascht hier von Murat Bosporus. Da hat er gar nicht mit gerechnet. Zwei, drei harte Aktionen und Chaos steht total neben sich. Ratsim Suksov wirkt ein klein bisschen besorgt, massiert seinen Klienten ganz kurz die Schultern, damit eben jener vielleicht ein bisschen lockerer wird. Ja, Murat geht das alles hier alles viel zu langsam, holt Chaos zurück in den Ring und da bekommt er gleich wieder Schläge ab. Und jetzt geht Murat aufs zweite Seil. Die 10 Punches. 10 Schläge an den Kopf von Chaos und das Publikum hat mitgezählt. Ja, da soll ein Suplex kommen von Murat. Wir sehen unten, Tim hält die Beine fest von Chaos. Der faule Suksov, der feige Hund, beschützt seinen Klienten. Oh, schöner Side Belly to Belly Suplex von Chaos. Und ein zweiter. Schöne zwei Suplexen dort vom dänischen All-State Champion. Ja, und Chaos lässt sich hier feiern für zwei Aktionen, die er am heutigen Abend gezeigt hat. Aber ich denke mal, um beim Lübecker Publikum halbwegs Sympathie zu erhalten, muss er ein bisschen mehr zeigen als diese zwei Aktionen und diese zwei Tritte an den Kopf. Schöner European Uppercut von Chaos. Aber Murat kontert mit einem Elbow. Er kämpft sie zurück. Kurzer Schlagabtausch. Jetzt hat Chaos die Oberhand.
ein Haltegriff hier von Chaos in der Ringmitte. Ist natürlich schwierig jetzt für Murat hier ans Seil zu kommen, damit Chaos lösen muss. Oh Mensch, und da lenkt Tim Suxdorf den Ringrichter ab und Chaos nutzt dies für illegale Aktion im Gesicht von Murat. Aber was will man anderes erwarten? Das kennt man hier natürlich von Tim Suxdorf. Nun, er ist nicht umsonst der Manager der Champions. Da muss er schließlich auch eine Art von Klasse haben. Muss man ja ehrlich zugestehen. Er muss ja genau sehen, wann er seinen Klienten helfen kann. Wunderschöner Powerslam hier von Chaos führt einer zum Sieg. Das war schon ein 2-3-Viertel-Count.